Gen meine Freunde. Vielen Dank, dass du mich schon ab. Keller, neues Weekend League Belohnungsründchen. Hey! Na, Ladies and Gentlemen, Donnerstag, 10 Uhr morgens, Rewards Time. Hat sich mittlerweile so eingeprägt, also dann nehme ich die auf und dann schneide ich die direkt und dann kommen die online. Ist mir scheißegal. Vielen, 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 vielen Dank. Wir haben 500.000 Abonnenten auf diesem Kanal geknackt. Auf das wir so weitermachen, diese Art von Videos hier, ihr zerreißt komplett. Vielen, vielen Dank auch dafür. Daumen nach oben, wäre mir eine Freude. Vielleicht schaffe ich heute wieder ein schönes Video. Nö. Wir machen erstmal 16 Packs. Ich habe gestern eine Liegen SBC gemacht im Stream. Für die, die am Start waren, haben die gesehen. Chinesische Liga. Weil wir wieder ein neues Weekend League Team gebaut haben. Das seht ihr gleich. Ja. Ich würde sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und gehen rein in die Packs. Ich hätte langsam echt mal Bock wieder auf eine Icon. Ne? Ich meine, wer hat das nicht? Aber wir hätten sie halt verdient. Mal. Wenn wir es so sehen. Ja gut, das ist kein schlechtes Zeichen, dass wir scheiße reinstarten. Wir haben einige Packs da und wir wissen ja, das sind so Packs, da kann man also aus dem Nichts kann mal irgendwas passieren. Gestern im Stream, weiß ich nicht, haben wir einen Arsch viel Walkouts gezogen. Also wirklich in der Relation echt viele, die waren halt alle gefühlt nichts wert. Das ist natürlich dann so auch nicht geil. Ne? Ja. Yo. Ach ja, Freunde, und die Shirts sind wieder in allen Größen da, ja, das weiße, das schwarze Shirt, die Hoodies sind alles wieder in allen Größen verfügbar, weil viele gefragt haben, wann wieder XXL reinkommt, wann wieder L reinkommt, die sind wieder da. Nur solange der Vorrat reicht, ob wir nochmal nachbestellen, unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich, wie wir hier wahrscheinlich ein geiles Pack ziehen werden, ne? War ja auch absolut nicht vorhersehbar. Premium Gold Spieler. Mann! Husch die mal rein, da. Ich weiß, das sind nicht die Creme de la Creme Packs. Aber da kann trotzdem was schallern. Schallanoglu. Ah ja, ne? Champions League Karten. Ne? Ich weiß übrigens, ich weiß nicht, warum er die SBCs macht. Ja, ich habe einen Schreiber, er macht die 81 plus SBCs, die sind OP. Wahrscheinlich haue ich ein 83er Team in so eine Schwachsinns-SBC. Ich freue mich auch nicht über einen Khedira, nur weil der blau ist. Also ich mache die SBCs nicht. Kann ich euch auch nicht empfehlen. Am Elektrom gemischte Spiel. Ist bisher nicht so viel, was hier passiert. Sag ich mal, ne? Sind aber auch phasenweise echt komische Mopeds, die du hier bekommen hast bei den SBCs. Wir machen mal unsere Dings Besteller-Packs hier. Nicht Vorbesteller hier. Ihr wisst ja, was ich meine. Da die Champions Box oder was wieder Ultimate Edition. Die beiden Packs, damit wir weiter Kreuze machen können, dass wir keine guten Spieler da drin haben. Ja, hervorragend. So, wir nennen sie Vorbesteller-Packs, dann weiß jeder, was gemeint ist. Die sind Schmutz bei uns. Die sind absoluter Schrott. Also kann ich mir auch die normale Edition nächstes Jahr holen, glaube ich. Und das ist der Dreck. Bisher noch kein Gutes von den Vorbestellern gehabt. Ich weiß auch nicht. Einige von euch haben aber schon ein paar gute Spieler drin gehabt, dass ich jeder eine ziehen kann, ist auch klar. Und bisher enttäuscht er mich extrem. Nicht so wie seine Frisur. Junge, 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 Junge. Das sind eigentlich, ey, da kann irgendwo klingeln. Aber er will nicht. Warum nicht? Boah, Van Dijk. Die haben wirklich alle das Potenzial. Huch, Ikone. Aber nicht bei uns. Einfach nicht bei uns. Meine Herren. Yay. Ja, 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 ja. Und gleich call ich, wir kriegen einen Tafelspieler, aber blau. Und dann wieder Müllkarte. Blau. Ja, immerhin, fahr durch, Bruder. Da kann ich schon Feier mit Lotto gewinnen hier gerade. Hervorragend, Martinez, spitzenmäßig. Erster Tafelspieler. Ich habe neue Leben dafür heute in der Aufnahme. Und komm, jetzt ruf dich ein für die letzten vier Packs hier. Mein Gott, ey. Ach, das war es schon wieder. Das war der Einzige, der Martinez. Mann! James! Solche Spieler sind ja in Ordnung. Ja, sind zwar auch nichts wert, SPC-Futter, scheiß drauf.
Aber davon kam ein bisschen wenig. Mann! Oh, süß. So, hier ist ein Winterwalker und ich habe den Piss. Es wird knallen jetzt. Oh, überragende Packs auf jeden Fall gewesen. Weiter geht's mit den Division Rivals Packs. Zwei Mega Packs, wie immer, wie gehabt. Knallen die heute mal? Nein. Ja, vielleicht. Ja, oder auch nicht. Ey, komm, da drücke ich gleich weg. Tschüss. Walkout, ich will einen Walkout haben. Und nicht Spanien, nicht Italien, nicht Deutschland. Nein. Ja, nach dem sensationellen Warm-up hier, könnte ich das Video auch schon wieder gleich beenden. Kommen wir zu unserer Weekend League Belohnung, Freunde. Dieses Wochenende Gold 2. Ja, auf entspannt. Wir haben bis Gold 3 mit normalem Team gespielt und dann bis Gold 2 die letzten drei Spielchen. Da haben wir Kuna gezockt, Martinez gezockt, einen Veron da mal nebengepackt, Piqué, eine Innenverteidigung. Ich weiß gar nicht, wen wir da noch hatten. Na? Alles so ein bisschen Huzi-Duzi-Spieler da. Der eine oder andere hat überzeugt, der eine oder andere hat nicht überzeugt. Ja, wenn ich mir an Sabitzer zurück erinnere, um Himmels Willen. War nicht so der Yellow from the Egg. Aber naja, gehen wir rein. Gold 2, ich glaube, knallt diese Woche. Wir wissen alle, Elite bringt dir nichts für gute Player-Picks. Du musst dich da irgendwo in den richtigen Goldrang aufhalten. Ja? Meistet Gold 3, Gold 2, meistet Gold 1. Ja? Also hau rein, Bruder. Hau rein. Jackpot wäre Walker. Absolut nice wäre Grimaldo. Weil wir den im aktuellen Team haben, werde ich euch gleich noch zeigen. Der Rest ist so, ich habe keine Ahnung. Über Werner sage ich auch noch, okay. Der Rest hat okayes Rating, aber was willst du, das will, davon willst du nicht spielen. Und seid early to euch selber. So, gehen wir rein. 3, 2, 1, go! Fickt dich, Freunde, fickt euch. Guckt's euch an. Die Loredana Kelenta oder. Ey, den nehme ich aus Prinzip nicht, ne? Guck mal, klar, wenn du da oben ein Icon hast und deine IV ein Icon, kannst du den wieder zocken. Aber das sind alles Titten. Das sind alles Titten. Der Mexikaner, den wir da hatten, war eine Titte. Der boah, voll die geilen Stats, Alter. Bullshit. Der hat sich so scheiße spielen lassen. Das sehe ich bei dem auch schon wieder. Das sehe ich bei dem einfach auch schon wieder. Ich gehe mit Muniain. Eieiei. Eieiei. Das ist halt das Gefährliche. So, diese WL sind viele Spieler mit so stabilen Grundwert. Die sind aber einfach Müll. Also, sorry, Muniain, da den wirst du auch nicht zocken. Ja, sag ich dir, wie dies. Komm, bitte. Grimaldo wenigstens. Bitte, wenigstens Grimaldo. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ja, Sportsfreunde, das ist ziemlich uncool, ne? Digga, Dreck. Wirklich Dreck. Wirklich Dreck. Bin ich wieder froh, Gold 2, leck Arsch, weißt du? Hätte ich da schon wieder höher gespielt, dann wäre ich mir wieder ultra angepisst. Das sind Drecks-Rewards, Digga. Brauche ich nichts beschönigen, ja? Dreck. Das sind so typische Elite 1-Rewards. Da hättest du noch ein paar Player-Picks mehr, die wären aber alle genauso scheiße gewesen. Ich habe gerade kurz gedacht hier, weil ich England gesehen habe im Augenwinkel. Den zeichnet nichts besonders aus. Eventuell vielleicht der Abschluss, wobei der beim Gesamtbeacht. Digga, wollen wir nicht schönreden. Furz, Furzikar. Wenn ich ein normaler Spieler wäre und dazu kein Content kreieren würde, würde ich jetzt an den Punkt kommen, glaube ich, wo ich keine WL mehr zocken würde, weil die Rewards eh am Arsch sind. Du hast kein Erfolgserlebnis bei den Player-Picks. So. Gehört ja immer dazu, dass du ab und zu mal ein Erfolgserlebnis hast, damit du wieder einen neuen Antrieb hast. So. Ich meine, wir sind halt dumm. Wir gehen in jede WL rein, egal wie viel wir ragen. Aber macht es anders. Seid nicht dumm. Seid nicht dumm. Bruder, was ist jetzt los? Jetzt gibt da hier die Tafel, nur nicht einen verkackten Walkout. Nicht einen verschissenen Walkout. Hallo! Letzte Pack für die heutige Aufnahme. Ja, das war klar, dass da nichts drin ist. Wir haben alles versucht. Ja, wir hatten viele, viele Packs. Aber wenn das Spiel nicht gönnt, dann gönnt es nicht. Egal auf was für einer Ebene. Ja, sei es Gameplay, sei es Packs. Verstehe ich selbst nicht. Aber wieder mal ein Token drin. Der 24. Damit sind wir am Ende vom Video, Freunde. Das ist das Team, was wir gestern im Stream zusammen gebaut haben. Der Plan war eigentlich, ja, wenigstens einen von den beiden in Rot zu bekommen. Aber was willst du machen? Spiel gönnt halt nicht. Fick dich halt, wo du nur kann.
belasten. Ja. Die ganzen Packs waren aus dieser SBC hier. Wir haben uns für Jonathan, für Jonathan Frakes entschieden. Das war sehr, sehr eng. Ich glaube, zwei Stimmen haben unterschieden, welchen Spieler wir nehmen. Er war zwei Stimmen vor. Und Stand jetzt bereue ich es nicht. Wir haben zwei Spiele im Stream gemacht. Nicht schlecht. Generell vorne das Dreieck macht Bock. Ja, Eusebio als Zehner und Doppelspitze mit Insigne und Jonathan. Hier bei ihm bin ich mir wirklich unsicher. Den habe ich gezockt, der hat mir gar nicht gefallen. So alle schwärmen von dem. Der ganze Chat ist immer voll. Fand ich nicht gut bisher. Mal schauen. Ja, Inform Walker müssen wir jetzt gucken. Der kostet halt Arschspiel. Ist halt irgendwo dann auch unnötig. Aber ich kann es halt auch verstehen, warum das dann geiler aussieht, wenn der im Team ist. Ja, das müssen wir mal schauen. Schreibt sehr, sehr gerne eure Meinung zu dem Team in die Kommentare. Welche Playerpicks habt ihr bekommen? Welchen Rang habt ihr diese Woche gezockt? Würde mich auf jeden Fall wieder sehr interessieren. Wir gehen morgen wieder live. Ich denke ab 1 Uhr. Ja, wie immer am Freitag. Könnt ihr euch notieren. Ja. Samstag-Video, Sonntag-Video. Auf entspannten Hase. Ist ja aber eine positive Bewertung, Freunde. Ich bin raus. Macht's gut. Kommt gut ins Wochenende. Also morgen noch arbeiten, Schule und dann Wochenende. Ja. Tschüss. Drecks-Rewards hier, weißt du das? Olum. Ach. Hadebe. Eins ist klar nach dem Video. Fick dich, Freunde. Fickt euch. Guckt's euch an. Das gibt eine Anzeige.